Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Glossy Box Girls Edition und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box Girls ist eine Box, die quasi eine Special Edition der Glossy Box ist. Sie kommt in limitierter Auflage, daher man bekommt sie ohne Abo. Wenn man Abonnent ist, kriegt man sie für 18 Euro, wenn man kein Abonnent ist, bekommt man sie für 23 Euro und hier soll ein bombastischer Warenwert drin sein. Ich bin gespannt, was wir hier drin enthalten haben, denn sie erscheint halt auch echt nicht häufig. Ich glaube, 3 oder 4 Mal nur noch im Jahr. Und ich habe sie jetzt dieses Mal von der lieben Glossybox-Menscherei, vom lieben Glossybox-Team zugeschickt bekommen, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Aber ich habe nicht nur eine bekommen, sondern 3. Das heißt, in diesem Video kann ich gleich 2 Boxen verlosen. Denn, Leute, es ist die Weihnachtswoche. Oder vielleicht kommt dieses Video sogar Weihnachten online, dann fröhliche Weihnachten. 2 Gewinner wird es geben. 2 Boxen werden verlost und irgendwer möchte gegrüßt werden. Die liebe Nicole Nina Wien. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Wahrscheinlich hat sie gerade ein Wichtelpaket ausgepackt. Falls das Video von ihr schon online sein sollte, verlinke ich euch das hier oben mal irgendwo im i. Schaut gerne vorbei. Ich habe ihr, glaube ich, eine kleine Freude gerade bereitet. Ihr Lieben, ich bin super aufgeregt. Denn ich weiß nicht, was drin ist. Mit dem Paket gab es ein paar Probleme. Eigentlich war es Frankas Paket, was bei mir eingetroffen ist. Dann habe ich Franka geschrieben und sie sagte, sie hätte von einer anderen Influencerin auch das Paket bekommen. Sehr crazy. Also da gab es ein paar Vertauschungen bei uns. Ist aber nicht schlimm, denn im Prinzip hat jeder das bekommen, was er eigentlich haben wollte. Es ist crazy. Auf jeden Fall auch da liebe Grüße an die liebe Franka. Ich habe den Deckel jetzt einfach mal entfernt und die Glossy Box Girls ist dementsprechend dann ja ein bisschen teurer als die normale Glossy Box, die es ja auch im Abo gibt. Aber da sind viel mehr Produkte drin. Das Ding ist einfach sackenschwer hier. Und hier haben wir dann einmal den Blick, wie es dann so aussieht. Hier habe ich die Girls Night Out Edition und ja, den Blick auf die Box. Ohne Duft. Ich mache mal das Seidenschleifchen schon mal auf. Komm, wir sind doch alle neugierig, dass wir einmal einen Blick reinwagen können, oder? Vorsichtig den Klebi lösen. Fast ohne irgendwas kaputt zu machen. Und hier haben wir den Blick in die Box. Und alter Belli, ich sehe ein Parfum, ich sehe eine Lidschattenpalette, ich sehe Primer. Mein Full Face Beauty Boxen ist auf jeden Fall gesichert mit den Produkten. Wir haben hier, abgesehen von dieser Girls Night Out Edition Motto-Geschichte, kein weiteres Motto als Beschreibung, als Einführung. Aber ich glaube, wenn man die Box bekommt, hat man E-Boxen auszupacken. Und ich fange doch einfach mal an mit einem Produkt, was mir bekannt ist, weil ich selber in meiner Sammlung habe und was dann auch definitiv in meinen Full-Face-Beauty-Boxen reinkommt. Alte Belle jetzt im Dezember haben die ganzen Boxen echt rausgehauen. Das wird ganz schön bunt werden bei mir. Das ist mit Cranberry-Extrakt und das ist von Rival Loves Me, ne? Ja, das ist ja, ja, das sind die Drops. Die sind jetzt hier noch zu und da ich die ja verlosen werde, bleiben die auch zu. Aber ich hole mal eben meine. Tada! Da griff sie in die Schublade und holte ihre Drops raus. Die habe ich schon ewig und 3 Tage nicht mehr verwendet. Sollte ich mal wieder verwenden. Die waren ja auch damals so geil. Mit diesem witzigen Inhalt von 29 Milliliter. Und ich kann die ja einfach mal hier auf meinem Handrücken euch zeigen, wie die so aussehen. Es sind einfach so Dröpskes, ne? Die haben halt, upsala, jetzt habe ich ja noch was auf meinen Tisch gemacht. Was soll das denn? Ab in die Hose damit. Die haben auch so ein Goldschiff mit drin, würde ich dazu mal sagen. Also so ein Schimmer, ne? Es ist nicht nur blurry, sondern es ist halt auch so ein bisschen shiny piny. Und das verteile ich mir mal auf meinem Handrücken. Und das ist halt so schön feuchtigkeitsspendend. Das mochte ich halt auch, als ich die das erste Mal ausgetestet hatte und als ich die danach auch verwendet habe. Haben ganz dezenten, cremigen Duft, ne? Und ja, so sieht dann halt eine durchfeuchtete Hand aus, ne? Da sieht man halt die Schimmerpigmente nicht mehr wirklich und das zieht dann auch schön ein. Und das ist eine schöne Make-up-Base. Also für mich, für den Sommer ist es eine gute Base, weil es auch sehr leicht ist und so und sehr wässrig und sehr, sehr angenehm. Ich meine, dass Maxim die damals auch ziemlich gehypt hatte. Also das sind jetzt meine gewesen und die haben wir nochmal in der Box drin. Finde ich klasse. Ist kein super hochpreisiges Produkt, aber es ist ein gutes Produkt und das finde ich immer sehr sinnvoll. Wir haben die Weihnachtswoche oder ja, ne, die kommt jetzt halt ja auch im Dezember um die Ecke, die Box. Und deswegen ist auch noch ein weihnachtsroter Nagellack drin, der aber mehr so ins Kirschrot geht von Nails Inc. in der Farbe Victoria. Eine extrem coole Farbe und ich glaube, dass die Farbe dann auch auf dem Nagel etwas schierer sein wird, weil ich auch so ein bisschen
durchgucken kann. Ich glaube, so ganz dunkel ist die nicht auf dem Nagel. Muss ich mal gucken, ob ich den schon habe. Ansonsten wird der mal ausgetestet. Dann habe ich hier ein Produkt drin, das hatte ich letztens erst von der lieben Melli im Adventskalender bekommen. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ganz schön viele Grüße hier, ne? Ja, es ist einfach die Zeit der Herzlichkeit, Leute. Was soll ich euch sagen? Es ist, wie es ist. Auf jeden Fall ist es ein Lippenpeeling von Avant. 10 ml sind hier drin. Das steht auch aktuell bei mir unter der Dusche und wird dann auch immer wieder verwendet, wenn ich so wie heute einfach Lippenstift trage. Ja, ich weiß, der Lippenstift passt jetzt nicht unbedingt zum Look, aber was soll der Falschgeiz? Ich fand den schön. Und auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt hier noch eins und ich weiß, dass die halt so teuer sind. Man fragt sich immer bei Avant, wer kauft die für den Preis im Laden? Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen, muss ich wirklich sagen. Cruelty-free sind die, das ist nett. Ja, ne? Aber es ist schön, dass ein Lippenpeeling mit dabei ist. Es ist schön, dass eine hochpreisige Marke mit dabei ist. Aber das ist halt eins dieser Produkte, was man halt eigentlich nur verwendet, wenn man es in der Box drin hat. Ansonsten wird man sich das halt, wie gesagt, nicht kaufen, ne? Wie gesagt, eine Lidschattenpalette haben wir hier auch drin, das finde ich ganz cool. In der Bite Size von e.l.f. Cosmetics, das sind 4 Töne hier drin. Also ich meine, dass ich die Produkte, die ich euch jetzt auch schon mal gezeigt habe, alle schon mal irgendwo in der Glossy Box auch gesehen habe. Aber das ist halt der Unterschied von dieser generellen Abo-Box und dieser Glossy Box Girls. Die Glossy Box Girls richtet sich eigentlich eher weniger an die Menschen, die schon Abonnenten sind. Das ist eher so gedacht, dass man die dann quasi als Abonnent kauft für 18 Euro und dann halt weiter verschenkt, weil ist ja kein Abo dahinter. Oder dann irgendwie der Tochter gibt oder keine Ahnung, wie man das auch handhaben möchte. Aber nicht halt, dass man die als Abonnente nochmal verwendet, weil dafür doppeln sich halt die Produkte ständig, ne? Das wäre dann halt ein bisschen, da ärgert man sich vielleicht drüber. Bei einem Shampoo ist es nicht so schlimm, aber wenn du schon mal die Lidschattenpalette hast, brauchst du die nicht doppelt. Ich habe die tatsächlich in der Mint-Variante und liebe die unglaublich. Die hier wäre mir wahrscheinlich etwas zu langweilig. Also ich habe jetzt heute auch nicht den ultra krassesten Look auf den Augen, aber ich glaube, dass mir das einfach zu öde wäre, um sie zu behalten. Ne? Das heißt auch, das ist eher ein Produkt, was ich weitergeben würde. Ist aber eigentlich eine schöne Qualität und ein schönes Produkt. Hierüber freue ich mich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das schon da habe. Ich meine schon von Kappa Woman Eau de Parfum Blush. 40 ml haben wir hier drin. Ich glaube, wir haben in der Glossy Box Girls irgendwie immer ein Parfum drin. Ne, das sind jetzt keine super teuren Parfums, aber es sind halt Parfums. Und das finde ich cool, weil da freut man sich doch hart drüber, wenn du in einer Box einen Duft drin hast. Finde ich immer klasse, genauso wie eine Lidschattenpalette, ne? Wie eine Mascara, da freue ich mich immer drüber. Und deswegen finde ich 1A, dass wir das hier in der Box drin haben, weil ich glaube, das hier ist sogar schon hochpreisiger als die Box gekostet hat. Also kostet mehr als 18 Euro. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal eben kurz in die Karte, aber ich meine schon, ne? Dann hast du, ja, nee, 12,95. Also nicht ganz, ne? Aber trotzdem, hast du schon mal, bleib mit raus. Finde ich cool. Ich glaube, das habe ich echt schon gerade das Bild gesehen. Hier habe ich jetzt so ein kleines Produktchen drin von Glossy Box. Das scheint dann vielleicht Schmuck oder sowas zu sein. Das finde ich gerade sehr interessant. Oh. Ja, freut sie sich und hat hier ein Haargummi drin. Yay! Ja, ich weiß nicht, ob das auch noch zum Wert mit dazu zählt. Ich benutze solche Dinge. Ja, absolut. Ne? Hab hier auch meins liegen, was ich eben aus meinen Haaren rausgebrockelt habe, um euch das offene Haarbild hier einmal zu zeigen. Dann habe ich hier ein Produkt drin, was wir, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal auch in der November-Edition hatten wir das doch, glaube ich, auch in der Glossy Box drin. Ne? Das Setting Spray hat mir gut gefallen von Saint Luxe. 75 ml haben wir hier drin. Passend auch jetzt zum Dezembermonat sind da Sternchen drauf, was ich toll finde. Vielleicht war das aber auch in der Sonderedition. Ja, das stimmt. Vielleicht war das in der Christmas Edition von der Glossy Box. Das kann natürlich auch sein. Die hat dann natürlich auch nicht jeder gekauft. Ne? Und hier haben wir dann das Spray und das gefällt mir. Das ist ein gutes Setting Spray, das macht halt, dass das Make-up so ein bisschen besser miteinander verschmilzt und alles ein bisschen nicer aussieht. Das mag ich gerne leiden, das ist gut, dass es in der Box drin ist. Dann habe ich hier noch ein bisschen was für meine Haare und zwar Haarliebe bei Domino Carti. Auch das ist, glaube ich, eine Influencerin. Ne? Shampoo, Farbschützer für gefärbtes oder getöntes Haar habe ich jetzt nicht. Trotzdem ist sowas nicht verkehrt für meine Haare. 100% vegan, ohne Silikone, recycelte Flasche und 250 ml haben wir hier drin. Ich finde das toll. Also ich mag Shampoos und Spülungen und Haarprodukte in Beautyboxen sehr gerne. Ich mag es auch, dass man das so öffnen kann, weil dann verlierst du den Deckel nicht unter der Dusche. Da bin ich nämlich für prädestiniert. Und das riecht mega geil. Total blumig. Also das finde ich schön. Joa, hier ist auch ein Apfel abgebildet und eine Kirschblüte. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass das dann auch so ein bisschen diesen Duft widerspiegeln soll. Ja, steht hier auch. Apfeltraube, Weizen. Aha.
Nicht schlecht, Herr Specht. Werde ich mal ausprobieren, ne? Finde ich cool. Und dann habe ich hier das letzte Produkt drin. Das ist ein bisschen ulkig. Das ist jetzt hier von Bioresin, das so No Strips. Ich hatte letztens noch bei, ich weiß nicht, als ich glaube ich die Glowback oder so ausgepackt habe, noch gesagt, irgendwie hat man ganz schön lange nichts mehr von Biore gehört. Ja, und jetzt kommen sie überall damit um die Ecke, ne? Letztens hatte ich auch solche No Strips dann in irgendeiner Box drin, wo mein Freund sich nachher dann auch die No Strips genommen hat und seitdem halt auch verwendet und er findet die total klasse. Ja, habe ich jetzt für ihn ein Backup, weil ich persönlich habe jetzt nicht so zu kämpfen mit irgendwelchen Mitessern oder sowas auf meiner Nase. Deswegen, für mich ist es nichts, aber ich weiß jetzt mittlerweile, dass mein Freund das verwendet. Und ja, deswegen, dreimal weniger Talg, 6 Nasenstrips hast du hier drin mit Aktivkohle. Also, ne, offensichtlich ein Produkt, was doch nicht ganz so in der Versenkung verschwunden ist und jetzt auch wieder in der Glossy Box Girls mit bei ist. Nö, also das war der Inhalt von der Box. 18 Euro haben wir oder 23 Euro haben wir für die Box bezahlt und es macht sich bezahlt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben hier nicht nur Produkte drin, die vom Wert her relativ hoch sind, sondern auch einfach brauchbare Produkte. Relativ viel dekorative Kosmetik, was mein Herz höher schlagen lässt, wenig Pflege, ne? Aber für mich persönlich ist das eine perfekte Konstellation für eine Beautybox, wirklich, ne? Genau, ich habe jetzt hier die Box auch leer und witzigerweise habe ich hier auch noch einen schwarzen irgendwie mit dazwischen. Interessant, ne? Eigentlich ist es ein weißes Kugelpapier. Mir hat's gefallen. Denkt auf jeden Fall dran, es gibt in diesem Video 2 Boxen zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox drin. Schau da einfach mal vorbei. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!